Es ist Sunna, ein Geschenk anzunehmen, selbst wenn es ein sehr bescheidenes Geschenk ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari in seinem Sahih, er sagte, وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ قُرَاعٌ لَقَبِلْتُ. Wenn mir ein Fuß von einer Kuh geschenkt werden würde, so würde ich ihn akzeptieren. So würde ich ihn akzeptieren. Was wollte uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit sagen? Was ist der Fuß von einer Kuh wert? Nichts, richtig. Aber es geht hier weniger darum, dass du dich teuer beschenken lässt, sondern vielmehr, dass du demjenigen, der dir eine Freude machen möchte mit einem Geschenk, dass du ihm mit einem erweichten Herzen entgegensiehst. Denn er wollte dir etwas schenken, er wollte dir etwas Gutes tun und du machst hier mit. Selbst wenn das Geschenk in deinen Augen vielleicht nicht wirklich etwas Wertvolles wäre. Aber es ist schön, dass jemand das annimmt. Warum? Weil damit du demjenigen, der dir etwas schenken möchte, auch eine Freude machst. Damit du demjenigen, der dir etwas schenken möchte, auch eine Freude machst. Und tatsächlich wird man traurig, wenn man jemandem etwas schenkt und er sieht dieses nicht wirklich als ein angemessenes Geschenk und weist dieses ab. Das macht denjenigen, der ihm etwas geschenkt hat, traurig. Und dieses will der Islam nicht. Deswegen sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indem er es uns beigebracht hat, selbst wenn mir ein Kuhfuß geschenkt werden würde, so würde ich ihn akzeptieren. Subhanallah. So bescheiden war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und er war der Prophet und der Beste aller Menschen. Insofern sollten wir diesen Charakter ablegen, liebe Geschwister, weil es gibt Leute, der sagt, bei mir kommt keiner unter 10.000 Euro. Erst ab 10.000 Euro gebe ich meinen Mundwinkel einen Drall nach oben und lächle. Das ist falsch. Der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat hier keine 10.000 bekommen, sondern einen Kuhfuß. Ja? Manch einer würde einen anderen einen Kuhfuß hinterher schmeißen. Er würde das vielleicht sogar als Beleidigung auffassen, nicht aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der uns den edelsten Charakter beigebracht hat.